jetzt ist er einfach super weiß und angepasst an den anderen Zehen. Und ich traue mich jetzt einfach auch wieder richtig zu lachen und bin super glücklich, wenn ich in den Spiegel schaue. Hi zusammen, ich bin Johannes Stemmann und hier in der Doro-Klinik Lörrach für die Wurzelbehandlung zuständig. Heute haben wir eine Patientin da, die hat den oberen rechten Schneidezahn verfärbt. Da hatte sie mal einen Unfall in der Kindheit und dann hat sich im Laufe der Zeit der Zahn verfärbt. Irgendwann kamen noch Schmerzen dazu und dann hat der Zahnarzt eine Wurzelbehandlung durchgeführt, um die Schmerzen zu nehmen. Jetzt wurde es, man sieht das hier, das ist das Röntgenbild. Das Weiße ist die Wurzelkanalfüllung. Und man sieht hier schon, der Zugang ist vielleicht nicht so ganz ideal von der Achse. Das ist die Zahnachse. So wurde der Zugang gewählt. Das ist sicher nicht ideal. Zusätzlich sieht man, dass die Wurzelfüllung einfach viel zu dünn ist für so einen damals noch sehr jungen Zahn. Die Patientin ist heute 24 Jahre alt, war damals aber noch im Jugendlichen oder Kindesalter eigentlich schon fast. Zusätzlich sieht man, dass hier der Zugang oben an der oberen Schneidekante, hier, also in diesem Bereich auf der Hinterseite, viel zu klein ist. Ja? Also ein so junger Zahn hat eigentlich einen großen Nerv, wie man hier sieht, das Dunkle. Es geht bis oben in die Spitze rein von den, von der Zahnkrone. Das wurde hier leider nicht bearbeitet, weswegen dort noch Bakterien, Nervgewebe und so weiter drin sind, was jetzt zu weiter fortschreitenden Verfärbung des Zahns führt. Wir werden das Ganze gleich mal unter dem Mikroskop anschauen und den Zahn neu behandeln. Das heißt, die alte Wurzelfüllung entfernen, das ganze Material rausmachen und schauen, dass wir den Zahn dann auch wieder aufgehellt bekommen am Ende, wenn wir die neue Wurzelfüllung reingemacht haben. Also, hier seht ihr jetzt den Zugang. Jetzt haben wir das alte Wurzelfüllmaterial freigelegt. Das ist das Weiße hier, was ihr hier sehen könnt. Und das ist der alte Zugang zu dem Zahn. Man sieht hier, dass die Achse völlig falsch leider gewählt wurde. Das ist hier noch so ein bisschen altes Komposit-Material. Das müssen wir jetzt noch wegnehmen. Das können wir alles ganz genau unter Sicht machen. So, also jetzt haben wir die alte Wurzelfüllung entfernt, haben den Zahn richtig schön sauber gemacht, von der Zahnkrone bis zur Zahnwurzelspitze. Wir haben das alte Nervgewebe, was da eben für die Verfärbung auch zuständig war, entfernt. Das zeige ich euch jetzt nochmal kurz im Zahn. Also hier war das alte Nervgewebe, was für die Verfärbung auch mit zuständig war. Das haben wir jetzt alles entfernt. Auch ansonsten seht ihr, dass der Zahn total sauber ist. Hier sieht man nochmal, war der alte Zugang zum Wurzelkanal, der aber eigentlich erst hier ist. Machen wir ganz weit auf. Perfekt. Also, hier seht ihr den eigentlichen Zugang zum Wurzelkanal. Okay, also hier geht's runter, da wurde gesucht. Ja, man sieht, der Zahn ist ein bisschen groß aufgefräst, aber es ist alles okay, wir kriegen das gut hin. Hier werden wir jetzt die alte Wurzel oder die neue Wurzelfüllung reinmachen. Und das seht ihr jetzt. Okay, also jetzt machen wir die Wurzelfüllung. Dazu haben wir erstmal so einen Wurzelfüllstift. Man sieht schon, ich zeige es auch unter dem Mikroskop nochmal, man sieht, da ist vorne so ein flüssiges Material drauf. Das ist unser Sealer. Der kann uns leichte Unebenheiten im Wurzelkanal quasi versiegeln. Und jetzt machen wir diesen Wurzelfüllstift hier rein in den Wurzelkanal und verteilen diesen Sealer, diesen Versiegler gut im Wurzelkanal. So, also die Behandlung ist super verlaufen. Wir haben jetzt hier die alte Wurzelfüllung entfernt, diesen alten Zugang dort entfernt, das alte Material alles rausgemacht, die Länge neu vermessen von dem Zahn,
Pfeil ist vielleicht ein ganz bisschen lang dort, so ein halber Millimeter. Das haben wir dann noch korrigiert. Und das ist jetzt die neue Wurzelfüllung. Man sieht, dass sie schön bis unten zur Wurzelspitze geht und nicht wie hier, wo noch so ein Stückchen fehlt. Jetzt haben wir hier das Ganze verschlossen noch mit einer kleinen Füllung. Und was jetzt als nächstes passiert ist, dass wir den Zahn von innen heraus bleichen werden, damit die Zahnfarbe, man sieht es ja hier, ist sehr dunkel gewesen, damit die Zahnfarbe auch mit den anderen Zähnen übereinstimmt. Wir haben den Zahn jetzt intern gebleicht, das heißt, der Zahn wurde von innen wieder aufgehellt. Das war hier damals die Ausgangssituation und jetzt sehen wir hier das Endergebnis. Also es ist sehr schön geworden. Was hier vielleicht noch so ein bisschen dunkler ist, ist der Kunststoff, der diesen Edelstein da, oder dieses Steinchen dort hält. Und also es hat alles sehr gut geklappt. Wir haben auch nochmal ein Abschlussröntgenbild gemacht. So sah es damals aus am Anfang, die alte Wurzelfüllung nicht ganz ideal und man sieht hier nochmal diesen etwas falschen Zugang. Deswegen haben wir jetzt die Wurzelfüllung neu gemacht gehabt und das Ganze auch hier in diesem Bereich mit so einem sogenannten Glasfaserstift verstärkt, damit der Zahn eben nicht abbrechen kann und schön stabil ist. Das konnten wir natürlich jetzt erst machen, nachdem der Zahn von innen aufgehellt wurde. Die Verfärbung war jetzt nicht besonders stark, allerdings, ich weiß nicht, vielleicht kennen es einige von euch auch, der Zahn war schon so verfärbt, dass es immer auffällt und je nach Licht sieht es dann auch sehr stark verfärbt aus. Und diesen Zustand haben wir jetzt behoben und der Zahn ist jetzt wieder perfekt an die Nachbarzähne angepasst und die Patientin kann wieder entspannt lächeln und Fotos machen, was man eben so macht. Hi, ich bin Lea und bin selber Zahnarzthelferin und bin schon länger unzufrieden wegen der Zahnfarbe von meinem Zahn und habe mich nicht mehr wirklich getraut zu lachen. Und danach habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Zahnarzt, der meinen Zahn behandeln kann und bin dann hier auf die Doro-Klinik gestoßen. Ich habe mich hier super wohl gefühlt, das ganze Klima hier ist super. Und Herr Stemmann hat mir alles erklärt, die ganzen Behandlungen. Er hat eben auch ein 3D-Mikroskop und hat mir alles gezeigt und erklärt. Und dann haben wir eben meinen Zahnwurzel behandelt. Ich bin jetzt super glücklich, er war danach auch heller. Und danach haben wir uns aber noch entschlossen, den Zahn nochmal zu bleachen, damit er einfach noch heller wird und dass er von den anderen Zähnen einfach angepasst ist. Und jetzt ist er einfach super weiß und angepasst an den anderen Zähnen. Und ich traue mich jetzt einfach auch wieder richtig zu lachen und bin super glücklich, wenn ich in den Spiegel schaue.